Ich weiß gar nicht, ob das Mikrofon funktioniert. Ja, 100 Jahre kein Video mehr gemacht. Ich will versuchen, das jetzt wieder regelmäßiger zu machen, da Nicole und ich sowieso momentan im Social Media ziemlich aktiv sind, auch besonders wegen unseres Hundeprojekts. Aber wir haben jetzt einen Podcast gestartet bezüglich veganer Hundeernährung. Da ist unserer Meinung nach immer noch viel zu wenig Informationen im Netz unterwegs. Die meisten Leute wissen zum Beispiel gar nicht, dass Hunde überhaupt nicht mehr jagen können. Auch Jagdhunde nicht. Es hat nichts mit dem ursprünglichen Jagen zu tun, dass die jetzt wirklich erfolgreich jagen, dass sie eine Beute reißen, dass sie strategisch jagen und so weiter. Keiner weiß, dass die Stammkulturen in dem Darm von einem Hund fast identisch sind zu den Stammbakterien beim Menschen, dass der Stoffwechsel auch fast nahezu gleich ist und das ist bei keinem anderen Tier der Fall, dass es so ähnlich ist wie beim Menschen. Dass wild lebende Hunde, alle wild lebenden Hunde halt auch nicht erfolgreich jagen, sondern sich von pflanzlichen Abfällen annähern, vielleicht noch von Kot und Karkassen. Also solche Geschichten, und das erklären wir halt alles im Podcast. Und warum eine vegane Hundeernährung wirklich extrem gesund ist, für einen Hund extreme Vorteile hat und Erfahrungsberichte wie Krankheiten, die als unheilbar gelten, teilweise über Nacht verschwunden sind. Das sind Erfahrungsberichte, viel wissenschaftliche Hintergründe, dass sie Stärke verdauen können zum Beispiel, im Gegensatz zum Wolf, dass die fast nichts mit dem Wolf gemeinsam haben, 60.000 Jahre mit dem Menschen eine gemeinsame Evolution jetzt erfahren haben und so weiter und so fort. Ja, es herrscht einfach sehr viel Unwissen und Uninformiertheit zu dem Thema. Ja, genau, wir haben da jetzt einen Podcast rausgebracht auf iTunes und auf unserer Website. Unsere Website ist blueberry-bytes.de. iTunes-Link packe ich in die Videobeschreibung. Ansonsten einfach auch nach Blueberry Bytes auf iTunes suchen oder veganem Hundepelz. Das gleiche auf Facebook, auch die Facebook-Gruppe mit jetzt 900 Mitgliedern knapp. Heißt alles veganem Hundepelz. Ja, ich denke mal, ich werde sowas für wie für den YouTube-Channel, sowas wie Patreon vielleicht mal einrichten. Einfach damit ich motiviert bin, mehr Videos zu machen. Also ich brauche nicht wirklich Geld, sage ich mal so. Wir ja, haben ein gutes Einkommen monatlich, was uns mehr als reicht. Wir haben jetzt auch irgendwie Aktien von einem Unternehmen gekauft, bei dem wir auch wirklich arbeiten. Und da haben wir gedacht, dass wir das gar nicht zurückkriegen, die Investition, sondern halt wirklich nur die Aktien dafür kriegen, weil die Aktien ja auch Geld kosten. Aber jetzt haben wir erfahren, dass wir im Frühjahr das Geld dafür auch schon zurückkriegen. Das sind 6.000 Euro. Davon können wir uns einen Van leisten. Aber wer halt trotzdem ja, mich bei meinen Videos unterstützen will oder motivieren will oder wie auch immer, werde ich das eigentlich mal einrichten, weil ich es einfach so traurig finde, dass ich so unregelmäßig Videos mache. Aber ich überlege mir es nochmal, weil ich will halt auch nicht, dass sich Leute dazu motiviert fühlen, irgendwas zu spenden oder so. Ich habe ja sowieso schon so einen PayPal-Link da drin. Aber für unser Projekt werden wir es auf jeden Fall machen, weil wir arbeiten wirklich täglich stundenlang, teilweise von morgens bis abends an dem Projekt. Und das schon seit mindestens über einem Jahr. Wenn man das alles in einen Bruttostundenlohn für einen Selbstständigen umrechnen würde, dann würde, wenn das Projekt abgeschlossen ist, müssten wir zusammen eigentlich bald eine Viertelmillion kriegen. Wir kriegen halt nichts dafür im Prinzip. Haben aber halt auch das Buch geschrieben über die vegane Hundeernährung, wollen das über ein Crowdfunding im Frühjahr finanzieren. Dann vermöge ich euch dann auch nochmal. Werbung machen wir auch. WDR 5 Interview steht an, hat angefragt. Wollen auch bei anderen Medien selbst nochmal anfragen, und vielleicht kommen die auch auf uns zu, dass das bekannter wird, weil es ist ja schon ein krasses Nischenthema und ein Thema, was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sehr, ja, alle Menschen denken halt, ja, Hund stammt vom Wolf ab, muss Fleisch fressen, so stumpf sind ja die meisten. Und deswegen, ja, hat auch dieses negative Feedback, das hilft einem natürlich auch, um irgendwie, ja,
ja, dass das Thema einfach mehr ins Bewusstsein der Menschen getragen wird. Letztendlich, darum geht es uns mit dem ganzen Projekt. Es macht extrem viel Spaß und ja, das wollte ich im Video kurz erwähnen, kurz Update halt gegeben. Bis zum nächsten Video.